Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit dem vierten DLC The Price of Survival. Und ja, wir haben im letzten Part die Geschichte zwischen, also so ein bisschen etwas von Amarus Geheimversteck erfahren, haben das auch gefunden mit Zaheris Grab und sind jetzt auf einer neuen Spur. Und suchen nach Wasser bei vielen Bäumen. Sie meinte, sie weiß Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben auch noch zwei Sachen freigeschaltet bekommen. Einmal hier unten. Und zwar der rote Schlüssel, den haben wir auch noch gefunden beim Grab. Dieser Schlüssel wurde mit Zahiris Leiche begraben. Also hat Amaru ihn mit hineingelegt. Wollte er ihn bewahren oder verstecken? Wahrscheinlich beides. Ein Maya-Symbol ist darauf abgebildet. Ähnlich wie die auf dem Verschlüsselungsrad. Es bedeutet Norden. Okay. Rot im Norden. Die sichtbaren Symbole lauten Tanz, Baum, Wasser, Neun oder viele. Ja. Na dann, suchen wir diesen Ort mal. Hier schön jetzt abkürzen, aber nee. Natürlich nicht, da geht's nicht lang. Ja, ich hasse so. Die Kamera sich umstellt und dann ist erstmal so und dann. Oh Gott, Hilfe. Hallo du. Was hältst du von tanzendem Wasser neben vielen Bäumen? Ah. Okay. Okay, ist noch weiter weg. Guten Tag, guten Tag. Ah ja, hier waren wir auch schon. Und ein weiterer Ladebildschirm. Tja, ja. Finden, was Amaru versteckt hat. Das erinnert mich ein bisschen an die Höhle, an diese eine Höhle, wo die Leichen oben lagen. Beziehungsweise wo die Leichen entfernt haben. Okay. Wie so ein Symbol kurz aufblinkt, dann wieder weggeht. Hallo. Danke. Ja, apropos Leichen. Hier gibt's ein paar. Was ist denn da? Da geht's lang, dann gehe ich erstmal hier lang. Immer erst gucken, was hier noch so gibt. Und ein bisschen Gold, das nehme ich gerne mit. So, ich weiß da nicht, warum diese das hier zugemauert ist. Weil der Amaru. Weil der Amaru eigentlich schon hier hätte sein, gewesen sein müssen. Er hat sich nämlich hier versteckt. Deswegen, ja. Dass da jetzt eine Mauer steht, ist ein bisschen komisch, aber okay. Oh ja, gut, die kennen wir auch noch, diese guten Dinger da vorne. Diese Schalter. Ist das wieder so ein Rad wie am Anfang? Also, was ist am Anfang, aber wie. Ja.
Das sieht aber ein bisschen stachliger aus als vorher. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich geh mal hier durch, ne? Oh, das sieht ja noch besser aus. Ich sehe mich schon klettern müssen. Warum sind da Stacheln dran, Alter? Ich dachte, das wäre ein Bewässerungssystem. Wer bewässert denn bitte mit Stacheln? Oh, das erinnert mich. Das sieht irgendwie, erinnert mich gerade so ein bisschen an Legend, an Tomb Raider Legend. An, ich habe gerade den Namen vergessen. Wo man den berühmten Taumelsprung macht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas sagt. Ich hoffe mal. Das ist auch so viel, alles voller Fallen. Und daran habe ich das gerade ein bisschen erinnert. Weil das ist ein bisschen tiefer. Oh Gott. Dann. Na, komm runter. Bleibt ja nicht viel übrig als Taube. Muss ich hier lang? Kam ich hier gerade her? Ich habe keine Ahnung, wo ich herkomme. Ne, sieht gut aus. Ne. ja. Ich wusste, dass ich herkomme. Ich hätte drüber springen müssen, oder? Ja, da oben ist eine Wand. Okay. Okay. Habe ich natürlich direkt gewusst. Naja, was soll's. Ist jetzt auch nicht so ausgeleuchtet, dass ich sage, hier musst du lang. So. Hilfe. So. Und jetzt bitte einmal besser. Okay. Da. Oder da? Ach so, okay. Nee, jawohl, ich kann mich nicht hier, alles gut. Ja. Gut. Dann wollen wir mal. Möchtest du auch rüberkommen oder nicht so? Ach so. Wahrscheinlich eher so, ne? Na komm. So. Oh nein. Ich wusste, dass mich sowas erwarten wird. Und ich will nach rechts rennen. Oh, ich kann nicht mal mit dem Strom gehen. Die Dinger sind halt instant tödlich, weil das wieder so Obsidian Stacheln sind. Ich weine gleich. Okay. Gut. Alles klar. Ich bin safe. Und da sieht... Oh. Hilfe. Scheiße. Ich wollte sagen, das sieht nicht gut aus. Und dann fiel ich ins Nichts. Hier ist aber nichts. Ja, hier ist nichts. Bevor ich da jetzt irgendwie zwischen irgendwelche Fallen schwimme, mir wehtue, lasse ich das mal und gehe einfach weg. Gut, hier komme ich nicht durch.
Muss ich da doch drunter? Aber da ist ja nichts, oder? Oder doch? Nee. Das ist ein Schalter. Ah, sehr gut. Wieder ein bisschen Legend-Feeling. Aus Bolivien. Was ist Bolivien? Ich habe keine Ahnung mehr, was Bolivien war. Ach Gott, die ganzen Länder. Die Menschen, die Tomb Raider erreicht hat. Wieso habe ich das getan? Wieso aktiviere ich Fallen? Bin ich doof? Geht jetzt eigentlich hoch? Nicht wirklich, nee. Schade. Oh Gott. Alter, das sieht ja richtig lustig aus. Mensch, da möchte ich ja gern durch. Okay. Das ging sogar. Hier ist nichts, das ich benutzen kann. Hier ist nichts, das ich benutzen kann. Toll. Willst du mich verarschen? Dafür bin ich jetzt hier hingerannt, damit sie mir sagt, dass ich hier nicht weiterkomme? Ernsthaft? Cool. Ach, wahrscheinlich hätte ich das einfach nur so drehen müssen. Ja, dass es wahrscheinlich passt, wenn ich da durchschwimmen möchte. Oh Gott. Oh, aber ich kann es nicht kappen. Ich kann es nicht mehr kappen, oder? Jetzt bin ich offiziell verwirrt. Dass ich nicht benutzen kann. Okay. Ah, ich bin in der Treppe. Okay. Ah. Endlich. Fortschritt. Wo geht's denn hier hin? Hallo. Also jetzt muss ich wahrscheinlich das wieder kappen. Das Wasser herunterfahren. Und dann oben das mit dem Seil hier unten verbinden. Was das im Endeffekt auslöst, aber es bringt nichts. Nein. Wieso? Das ist geschützt vor dem Seil. Warum denn?
Und jetzt? Er speichert die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Warte mal. Drehen sich die Dinger da oben, wenn ich das hier bewege? Ah. Oh. Ja. Warum ich einfach so? So. Und jetzt? Weiß ich nicht weiter. Ach so, wahrscheinlich geht es jetzt noch höher, ne? Ja. Sehr schön. Wieso sollte ich das denn machen wollen? Egal. Ich lasse es mal geschlossen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, verfaultes Essen. Geil. Von Trinity. Wie kommen die in diese Höhle? Das weiß ich nicht. Der Schlüssel passt. Vielleicht liegt die Antwort da drin. Sairi, hier ist etwas Nahrung zur Verteilung an unsere Leute. Ich wünschte, ich hätte sie früher beschaffen können, bevor du zur Jagd aufgebrochen bist. Vor allem, weil die Verantwortung als älterer Bruder bei mir lag und nicht bei dir. Aber du warst ja schon immer so stur wie der Rest unserer Familie. Die Sachen kommen von Trinity, dieser geheimen Gruppe von Fremden, von der ich dir erzählt habe. Sie haben mir mehr davon versprochen, aber zuvor muss ich etwas für sie erledigen. Du findest mich im alten Dorf. Hinter dem Tor, das zum Schutz der Einwohner vor dem Roten Pilz errichtet wurde. Amaru. Was immer das Geheimnis des Verschlüsselungsrats ist, es geht sicher nicht um den aktuellen Konflikt. Es ist älter und viel persönlicher. Mit etwas Glück finde ich die Erklärung im alten Dorf. Bin ich mal gespannt. Also, dass sich das nicht auf den aktuellen Konflikt bezieht, das war ja schon klar. Immerhin ging es um Sairi und der ist ja schon ein bisschen länger tot. Ja, wir wollen mal gucken. So, aber ich würde sagen, ich mache vorher erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Shadow of the Tomb Raider, The Price of Survival. Und bis dahin sage ich ciao.